Wahrscheinlich kannst du zu die Deppen. Stimmt oder stimmt? Humor, wenn man trotzdem lacht. Ja, also, wer sich die Geschichten ausdenkt, hat Humor. Gell? Das Licht ist 299.000. Humor ist ja, Humor, das ist ja die Bewegung, die Flüssigkeit, das Wasser. Das ist der Humor, das hat mit Wasser, das bewegte Wasser. Humor. Das ist die, dieses ganze Spiel vom Denken, die Neugier, wenn dir mal die kindliche Neugier backt und die kannst du nicht zucken, die kannst du nicht wollen. Du bist Geist oder du bist kein Geist. Das heißt, ein Gedanke kannst du nicht sein, du kannst nur Geist sein, rot geschrieben jetzt, der sich einen Gedanken denkt, aber der Gedanke von sich aus kann niemals Geist sein. Also kann keinen, den du dir ausdenkst, Geist sein. Du bist der Geist. Und die Menschen, die du dir ausdenkst, sind Gedanken von dir. Wir waren bei den Physikern, ob das jetzt die Zinsrechnung ist, dass natürlich jetzt die ganzen Profis, ich sage mal wieder, das kleine Einmaleins, diese angeblichen Bestimmer, die gewählten Politiker, wir denken mal nochmal auf, das ist die Geheimniskrämerei. Das ist, glaube ich, im dritten Band der Ohrenbohrungen sage ich im Allgemeinen, dass einer, der Geheimnisse vor anderen hat, immer mit der Begründung, wir wollen was schützen oder so, der will Macht ausüben. Ich habe was, was ihr nicht kennt, so weit seid ihr noch nicht. Die Stufen, die Geheimlogen, das ist zu wichtig, zu gefährlich, das Wissen. Immer wichtig machen. Wichtig machen, Macht haben wollen. Und ich sage, das ist ein absoluter Blödsinn. Es schützt sich doch alles von selber, wenn ein Kind nichts anfangen kann. Mit einer Formel kann das auch nicht schlimm sein. Aber was mir jetzt darum geht, ist die Demokratie der Mitbestimmung, dass wir im klassischen ursprünglichen Logik, wir bleiben jetzt einmal mit, denken uns eine raumzeitliche Welt aus und da hat jeder Mitbestimmungsrecht, der Wahlrecht hat, eine Wählerstimme. Und die wählen jetzt natürlich, war ja nicht alle, jetzt hast du mal das Dorf wählt einen Dorfvolksvertreter und das sind dann die Übergruppen, so baut sich das ja ganz grob auf. Was jetzt das Schlimme dabei ist, die Geheimniskrämerei. Wenn hier das eine wirklich reine Demokratie wird, dann muss ich die Disziplin haben, dass auch wenn Stimmen auftauchen, die mir zuwider sind, jetzt Pegida zum Beispiel, dass ich das akzeptiere und nicht versuche zu bekämpfen. Neonazis, wenn ich die Demokratie anfängt, gewisse Meinungen und Gedanken zu verbieten, ist es keine Demokratie mehr. Die müsste sich Gedanken machen, wenn das passiert, das was im Argen liegt. Wobei ich jetzt nicht sage, ich bin für oder gegen was, sondern allgemein, entweder darf ich die Meinung frei äußern und wenn immer mehr auftauchen, dass plötzlich eine Macht, die man Medienmacht nennt, dass die dagegen schießt und die niedermachen will, das hat mit Demokratie nichts mehr zu tun. Es ist auch keine Demokratie, wenn ich massiv über Werbung und Wahlgelder ganz massiv den Ausgang einer Wahl beeinflussen kann, weil was hier schon eine Sache ist, dass die Masse der Wähler sind Fähnchen im Wind, die sich nach den schönsten Versprechungen richten. Und da ist hier diese unendliche Lüge der Erbärmlichkeit, die sich durchzieht. Nochmal bewusst ausgedachte Fehler im Führerscheinprüfungsbogen, keine Kritik. Die letzten etlichen Wahlen, vor jeder Wahl immer dasselbe Spiel. Journalisten fragen Politiker, was ist so und so, geben Sie uns das schriftlich. Vor jeder Wahl. Und nach jeder Wahl wird genau das Gegenteil gemacht. Es wird aber gar nicht mehr ignoriert, dass die vorher das versprochen haben und schriftlich gegeben haben. Und gerade bei dieser Wahl, wo ich sage, mir klingt es so in den Ohren, bei zwei Live-Übertragungen, bewusst jetzt ausgedacht, unsere Kanzlerin vor ihrer Wiederwahl, ihr schöner Satz, zweimal im Fernsehen und dann vollen Diktat in Diskussionen. Mit mir wird es keine BKW-Maut in Deutschland geben. Wenn ich jetzt normal als Udo bei ihr dort wäre, sag, pass auf, Alter, stell dich vor den Spiegel und spuck dich selber an, weil du überhaupt keinen Charakter hast. Jetzt ist es ja so, dass ich nicht sage, ein Mann, ein Wort, haben wir schon mal gehabt. Ich sage zuerst einmal, ein Mann, ein Wort versprochen ist versprochen und wird nicht mehr gebrochen. Außer, es hat sich so entwickelt, dass ich eine neue Erkenntnis habe, die mir zeigt, dass meine alte Erkenntnis verkehrt war. Dann wäre es erbärmlich, wenn ich nicht bereit bin, meine frühere Unkenntnis zu verbessern.
dann gilt das Wort, ich habe das ja gesagt, sondern stimmt zum damaligen, aus der damaligen Voraussetzung heraus gesehen, war ich voll dahinter gestanden, aber mit den neuen Elementen, die sich jetzt aufgetan haben, ist es nicht richtig gewesen. Das ist in dem Fall ja nicht der Fall. Sie ist ja nach wie vor davon überzeugt, sage ich dir jetzt, dass das nicht richtig ist. Das Problem ist, sie wäre nicht an die Macht gekommen, wenn sie da nicht nachgibt. Das ist ein reines Machtkackel. Es ist ja nicht, dass die CDU definitiv die Maut wollte. Das Problem war, sie kommt nur an die Macht in Verbindung mit der CSU und die sind hartnäckig geblieben. Es sind diese falschen Kompromisse. Beschreibe ich übrigens schon in Ich bin du. Ich bin du ist die schöne Sache. Was ist ein falscher Kompromiss? Demokratie beinhaltet nochmal einen Fehler. Wir sind hier in einer Sitzung und erinnere mich eventuell an einen falschen Kompromiss. Ich mache das gar fertig, dass da mal mit der Geheimniskrämerei, dass es definitiv so aussieht, wenn doch jede Wählerstimme ein Staat und jede Wählerstimme ist eine kleine Facette, ein Partikel eines Staats. Und ich erkläre jetzt Demokratie, obwohl ich dir sage, die funktioniert eh nicht, das kann man bei den alten Griechen schon nachlesen. Wird alles schön geredet auch, wo ich sage, zeig mir, wo sind deine Philosophieprofessor? Zeig mir einen griechischen Philosophen, der nicht darauf hinweist, dass Demokratie eine Arschlochkarte ist. Politeia. Das ist, die lassen das komplett unter den Tisch fallen. Es gibt doch Philosophieprofessoren, lesen die nicht die alten Griechen? Interessant ist, die Griechen sind die Erfinder der Demokratie. Das wird für den Laien so positiv dargestellt. Lies doch mal die Originale, was du feststellst. Alle griechischen Philosophen, die definitiv über Politik was schreiben, über Demokratie was schreiben, die weisen darauf hin, dass das in die Verderbnis führt. Mach dir die Mühe und lies selber rein und plapper nicht bloß nach, was dir einer oberflächlich sagt. Allen voran Platon. Oder der große Pythagoras, von dem ist ja ganz, ganz wenig überliefert. Wenn du jetzt dich da schlau machst, hast du eine pythagoreische Schule gegeben. Und da war also die Geschichte jetzt, die du ans Tageslicht förderst aus deinen geistigen Archiven. Der hat über Politik gar nichts geschrieben, aber interessant ist, das war eine Weisheitsschule. Und er hatte einen Schüler, der total clever war, aber wo Pythagoras gemerkt hat, dass er einen total miesen Charakter hat. Und dieser Schüler, den hat er dann aus der Schule verwiesen. Hat ihn sehr wehgetan, weil er sagt, ist eigentlich ein Cleverer, aber er macht seine ganze Cleverness, macht er mit seinem Charakter kaputt. Weil er hinterhältig ist, machtgeil ist und so weiter und so fort. Und er war dann so sauer, dass genau dieser Schüler das Volk aufgehetzt hat gegen Pythagoras. Und da ist die Demokratie groß geworden. Und weil er redegewandt war, clever war, wurde die ganze pythagoreische Schule wurde zerstört wegen der Demokratie. Weil der größte Schwätzer die Massen am besten manipuliert. Ach, das sind so viele, die Weltgeschichte, was Märchengeschichten sind. Ich kann nicht oft genug sagen, die Weisheiten deiner Welt liegt nicht auf den Bankkonten und in den Physikbüchern, sondern die liegt in den Märchen und in den Sprichwörtern, wenn du die Geistreiche entschlüsselst und in den Heiligen Schriften aus allen Religionen, weil das Märchengeschichten sind. Sehr lehrreiche Märchengeschichten. Solange du die nicht materialistisch auslegst. Das ist aber die Religion selber. Moser, die Moral, Angeber, haben wir so oft gesagt, dass keiner weiß mehr oder weniger über das Judentum wie die Juden selber. Es ist immer wieder, die Tradition macht dich dermaßen blind. Beschneidung, all das Zeug, jeder symbolische Sinn ist dahin. Aber jetzt sage ich wieder, um das gleich einmal wieder zu entschärfen, dass Gedanken, die du dir denkst, sowieso nicht wissen, dass sie Gedanken sind. Das ist so egal, ob wir jetzt von modernen Politikern, von Wissenschaftlern oder von irgendwelchen Philosophen reden. Es sind letztendlich Gedankenwellen, die jetzt in dir auftauchen. Holofeeling ist ein vollkommen neues Weltbild. Ich führe dich in die geistige Welt und dann lässt du die jetzige Welt in einem gewissen Maß hinter dir, beziehungsweise du durchschaust die, was die wirklich ist, und zwar de facto wirklich ist. Wir reden hier von einer knallharten Realität, wenn du das Wort Realität verstanden hast. Was habe ich gesagt, sollst du mich erinnern? Falscher Kompromiss. Noch festhalten. Jetzt ist es so, dass wenn jeder Mensch, jeder Wählerstimme eine Facette des Staates ist als Wahlberechtigter und der Staat die Summe aller Wähler ist, die natürlich mit Volksvertretern arbeiten, dann muss auch jeder, und das wäre jetzt die erste Voraussetzung für eine einigermaßen gerechte Demokratie, was nicht das Problem und meines demokratischen Krankenhauses beiseite schiebt, müsste jeder Wahlberechtigte komplette Einsicht haben in alles, was die Regierung macht, die diese Wähler gewählt haben.
Es darf keine Geheimniskrämerei geben. Die offenen Bücher. Sobald die Geheimniskrämerei losgeht, hinter verschlossenen Türen, sind schon wieder welche an der Macht, die Macht haben wollen. Ich kann mich hier bei Abstimmungen, Bild-Zeitungsbericht, und jetzt ist nur Beispiel, es geht überhaupt nicht um die Bild-Zeitung, was ja auch nur ein Schreiorgan ist, was Ausgedachtes ist, versteht den Sinn, den ich dir erkläre, war ganz groß, wo sie hier irgendwas nochmal machen, was für Abstimmung das ist gegangen ist, dass die Bild-Zeitung groß auf der ersten Seite hat sich gesagt, sie haben alle Bundestagsabgeordnete vor der Wahl eine geheime Abstimmung angeschrieben, dass die hier eine Tabelle, sie werden das veröffentlichen, ob die dafür oder dagegen sind. Ich weiß nicht mehr, um was es für Abstimmung gegangen ist. Sie haben sämtliche Bundestagsabgeordnete vor der Wahl angeschrieben und gesagt, ich soll sagen, ob sie dafür oder dagegen stimmen, weil der Wähler, der sie gewählt hat, auch das Recht hat, zu wissen, ob du seine Meinung vertrittst oder nicht. Als Abgeordneter. Und die, die keine Angaben machen, das werden sie auch sagen, dass die keine Angaben gemacht haben. Ich sage, der ganze Hickmeck wäre eigentlich, wenn man das von vornherein sagt, wenn ich jetzt eine gewisse Gruppe, Bezirk, an Abgeordneten wählt, der im Bundestag ist, da sind ja so und so viele, die den gewählt haben, und jetzt stellt sich raus, dass der Stimmen abgibt, wählt, wie jetzt der Großteil seiner Wähler feststellt, dass die nicht damit einverstanden sind, dann sollten die das wissen, weil dann können es bei der nächsten Wahl, können es an anderen wählen. Das ist diese absolute Luzidität, fällt, und wieso fällt die? Diese ganze Geheimniskrämerei, weil ein Posten nach dem anderen Macht haben will. Und jetzt wirst du merken, dass natürlich die da, die ja keine Ahnung haben, ich sage jetzt nochmal, wie so eine aufgeblasene Barbie-Puppe, die wir uns jetzt ausdenken, die vorher Familienministerin war, da könnte ich mir noch eindenken, die Mutter mit so und so vielen Kindern hat eine Ahnung von Familie, das lassen wir mal noch stehen, ob das so ist. Aber wie kann die innerhalb von 2-3 Monaten zum Verteidigungsminister werden, was ein vollkommen neues Ressort ist, das absolute, ich habe noch bei der Bundeswehr gelernt, der Verteidigungsminister ist der höchste, im Kriegsfall ist es praktisch der ausführende Boss der ganzen Bundeswehr. Eine, die null Ahnung hat. Ja, die hat jetzt ihre Fachleute. Aber hat nicht auch hier dann, du warst in Dobrindt, schau dir doch die Physiognomie an, das ist doch schon ein Deppengesicht. Ich sage, wenn du die Grundlagen der Physiognomie kennst, den ich mir jetzt ausdenke, das Bild, das ich jetzt vor mir habe, das kann sich das nicht raussuchen. Nochmal, wenn der jetzt einen Hauch von Geist hätte, dann müsste das akzeptieren. Das wirst du aber nicht finden, weil da kein Geist ist. Es ist wirklich, die ganzen Körperhaltungen, die Physiognomie, hat man schon im Dritten Reich. Gibt es die alte Hutterer Physiognomie-Lehre, wo der Hutterer gesagt hat, er ist ja ganz massiv bekämpft worden. Das war ja um diese Zeit, wo der NSDAP groß geworden ist. Und schlichtweg und einfach, dass er die letztendlich grundsätzlich sehr esoterisch angehaucht war. Tempelorden, Templerorden und so weiter und so fort. Was die große Schwierigkeit war, dass der Hutterer eine Lehre war, die denen ja voll nach dem Mund gesprochen hätte, die wären sofort draufgesprungen. Die Schwierigkeit war, dass die ganzen Nazi-Bossen nach seiner Erkenntnis, nach seiner Lehre alles Verbrechergesichter waren. Und das hat ihnen ja dann doch nicht gepasst und darum wurde der Hutterer dann ganz massiv angegriffen. Und das siehst du doch auch von vornherein. Das ist offensichtlich. Wobei ich hier nicht von schön und hässlich rede. Es ist einfach, du kriegst irgendwann, wenn du Geist bist, kriegst du ein Gefühl dafür. Kann man sehr vielfältig sein vom Aussehen. Ich sage immer wieder diese gausche Glockenkurve, das arithmetische Mittel. Und wie gesagt, das sind ganz auch die Charaktere unterschiedlich. Die Süßlichen heißt noch lange nicht, dass das die Guten sind und dass die Grandler, die bösen Grandler, die Schlechten sind. Du wirst sehr, sehr oft eines anderen belehrt, wenn du dich mit einem Charakter näher auseinandersetzt, dass einer, der dir sehr unsympathisch war am Anfang, dass der sich im Nachhinein rauschte, dass du den einen tiefen Respekt zollst und eine, die dir in den Arsch gekrochen sind, dass die sich als totale Blindgänger erweisen. Und könnte ich Bücher drüber schreiben. Die Hutter-Gesellschaft, da war ich mal in Kontakt, habe mal ein Buch bestellt. Da gibt's halt, kannst du auf die Homepage gehen. Also die Hutter-Gesellschaft, die hat von der Wissenschaft gar nichts verstanden. Die hat überhaupt gar nichts verstanden. Das gilt für alles. Ja, aber der, da kannst du ganz geh mal Jakob-Lauber-Gesellschaft, gehen die Jakob-Lauber-Gesellschaft. Ganz tolle Seiten. Ja, ja. Alles, was die schreiben über Lauber, die Lauber-Schriften, hundertprozentig in Ordnung. Du darfst nur nicht den Fehler machen, dass wenn du dich jetzt in den Verein hineinbegibst, dass du in irgendeiner Art und Weise meinst, du würdest auf einen treffen, wenn du jetzt mit deinem Wissen das analysierst, der irgendwas davon lebt oder verstanden hat. Aber ganz offenkundig, weißt du, wirklich offenkundig, dass man dem sind offenkundig. Andere offenkundig sagen.
Das ist ja das erste Lehrbeispiel. Du das, was die Prediger predigen, aber mach nicht das, was sie selber tun. Ich habe deine Jacke mit rausgebracht, weil auch der Wind ein bisschen... Marion ist nicht da, jetzt müssen wir so ein bisschen... Ich darf so warm halten. Was solltest du mich erinnern? Falscher Kompromiss. Aber jetzt nicht noch weiter. Jetzt musst du es dir selber merken. Sorry. Nein, das ist ein ganz einfaches Beispiel. Ich bin nur... Erstklasse Adjutant. Was hier passiert ist bei der letzten Wahl... Ich hab. Danke. Kleenex. Kleenex. Ich hab immer Falscher Kompromiss. Ich bin nur ja bestimmt, dass ich sage, jetzt kommt jetzt das, was passiert ist zwischen SPD und zwischen CDU bei der jetzt ausgedachten letzten Wahl. Sie können nur gemeinsam als große Koalition an die Macht. Wenn jeder engstirnig bleibt, obwohl die sich nicht leiden können, dass dieses Scheinheilige, das Eigentliche ist, entweder. Wir haben gar nichts oder wir kommen an die Macht mit Kompromissen. Also lieber, der Spatz in der Hand ist mir lieber als die Taube auf dem Dach. Das ist der falsche Kompromiss. Und wir machen hier gleich Pause. Und da habe ich das Beispiel, da habe ich in Ich bin du, glaube ich, das Beispiel schon, dass ich sage, wir haben eine Demokratie und es streiten zwei über zwei Perspektiven. Jetzt muss ich ganz kurz nach, was sage ich da? Die einen sagen 5 und 5 ist 10 und die anderen sagen nein, 5 und 5 ist 8. Okay, die streiten jetzt. Das kann ja nur einer recht haben. Der eine sagt 5 und 5 ist 10 und der andere sagt 5 und 5 ist 8. Und jetzt ist die Sache, entweder einigen die sich, komm jetzt, streite doch nicht rum, sei doch vernünftig. Und jetzt wird aufgrund dieser Vernunft, dieser falschen Vernunft beschlossen, dass 5 und 5 9 ist, Bundestag abgesegelt von der großen Koalition. Vorher hatte zumindest einer recht. Und danach, weil beide an der Macht bleiben wollen, haben beide einen Fehler. Das ist der falsche Kompromiss. Sei doch, schließt einen Kompromiss. Ich sag, es ist, wenn was wirklich ist, wie es ist, nützt dir der Kompromiss nichts. Die Realität ist auch, 5 und 4 sind 8 und 5 und 3 sind 7 und der Kompromiss 5 und 5 sind 9 und dann ist es die Realität. Die Realitäten sind was Ausgedachtes, was Konstruiertes und jetzt ist halt das Schattenboxen, dass die eigentlichen Wurzeln des Daseins überhaupt nicht, der materialistische Wahn ist mittlerweile so fortgeschritten und es ist nicht deine Aufgabe, die Figuren in deinem Traum zu erklären, dass es Figuren im Traum sind. Das sage ich so oft. Deine momentane Lebensaufgabe ist es, zuerst einmal dir klar zu machen, was bin ich und was sind meine Gedanken. Ja. Und du wirst jetzt feststellen, dass es geht mir nur um dich. Nicht um die Brösel, die du dir jetzt ausdenkst. Diese ganzen Figuren, die du dir ausdenkst. Die werden auf Dauer nicht überleben, auch nicht der, der du zu sein glaubst. Weil wenn du an dem weiter festklammerst, an dem Körper, ich will nicht alt werden, altes ganze Zeug, da musst dir doch selbst mit deiner jetzigen Logik klar sein, dass dir das nicht gelingen wird. Dass du einer permanenten Verwandlung unterliegst. Jetzt ist schon interessant die Frage, wie alt glaubst du, bist du jetzt als der Mensch, der du zu sein glaubst? Und dann weißt du, kann ich jetzt definitiv sagen, jetzt was war vor 20 Jahren? Das müssen wir uns jetzt ausdenken. Was ist von dem, der du jetzt gedacht, dieser Körper, der du jetzt gedacht vor 20 Jahren warst, der natürlich auch nur jetzt sein kann. Man muss auf Toilette, das war genau an diesem Nachmittag. Gerade im Grund habe ich dann den Gang gemacht. Das wäre mal eine Möglichkeit gewesen. Ne? Franzosen, große Schloss von Versailles, habe ich schon mal, habe ich die Zahlen, ist hochinteressant, Führung, das große Schloss von 900, gab 1000 Zimmer. Ist jetzt auch wieder kein Witz. Und dann gehst du durch dieses Riesenschloss, Prunkbau von außen, ganz die Parkanlagen. Ich habe die Zahlen jetzt nicht 1000, knapp 1000 Zimmer, glaube ich, aber ohne Gewehr. Und wenn du eine Führung machst in den ganzen Prunkbau, ist kein allereinziges Klo. Dann sagst du, wo haben die dann hingemacht? Die haben in die Ecken geschissen. Jetzt probieren die Historiker wirklich. Die haben das damals nicht so eng gesehen. Das war ja, denk an das Parfüm. Das heißt, wieso waschen? Man kann sich doch mit Duftstoff überschießen. Oder hatten die vielleicht alle einen Arschdiener, der immer, wenn das soweit war... Das ist zu allen Zeiten eine andere Moral. Darum ist ja auch diese Faszination von dem Parfüm. Den können wir ja mal einstellen. Dass jetzt natürlich alles auch diese Welt sind wieder Gedanken. Das war das Dreckige, die hatten keine Zivilisation. Es wird so sein, wie du dir das ausdenkst. Und die Ursache ist dein Glauben, deine Vorstellung von Vergangenheit. Wenn du mal begreifst, wie ich das immer wieder betone, die Wirklichkeit...
Und das, was die Wirklichkeit ermöglicht mit den entsprechenden Glauben, mit dem entsprechenden Intellekt, ist was ganz was anderes, was du dir zurzeit mit deinem Trockenlaufen auf dem Wissen ausdenkst. Ist was ganz was anderes. Und es ist auch gar nicht möglich, dir dies in irgendeiner Art und Weise mit dem momentanen Wissen in Vorstellung zu bringen, weil dein Wissen ist das Programm, das läuft. Und ich kann immer wieder jetzt auch sagen, wenn du das Programm eines Dreijährigen hast, mit dem brauchst du nicht über sexuelle Praktiken reden, weil das ist für ihn überhaupt nicht vorhanden. Das kommt irgendwann einmal, wenn er weiter wächst. Was jetzt wichtig ist, es wächst ja nicht der Körper, weil das wird ja voraussetzen, was du bisher unter Wachsen verstanden hast, das, was immer da ist und größer wird. Das siehst du ja nicht, dass das Küken zur Henne wird, hast du ja noch nie gesehen. Das dazwischen ist ein Konstrukt. Du siehst entweder ein Küken oder du siehst eine Henne. Du kannst dich in den Spiegel jetzt schauen, Dagi, und du kannst dich als kleines Mädchen denken, aber das Problem ist, das bist du Geist und einzelne Bilder, die du immer jetzt denkst, was nichts zu tun hat, dass das in einer fortlaufenden Form, dass ein Gedanke, den du dir denkst, auch da ist, wenn du ihn nicht denkst. Das Einzige, was immer ist, ist das Konstrukt, das Buch im Hintergrund. Das aber wiederum, da sind auf dem Buch sind keine Bilder drauf. Die Bilder, die du beim Lesen eines Buches oder einer Zeitung in deinem Kopfkino aufhörst, ist eine Interpretation von Worten. Die Bilder sind ja nicht drauf in dem Buch, in dem Roman. Also du merkst, ich muss da einen ganz anderen Ansatz finden. Und der wird dir in Holofeeling erklärt. Und das ist der Segen, wenn es in dir auftaucht. Sein Geschenk. Und das ist immer diese 10, wo ich immer die Hand so hoch halte, ganz grob. Oder ich sage dann die berühmte Geschichte mit den 100 Schafen. Und wenn ein einziges weg ist, dann suche ich nach den einen. Das bist du. Der Geist, der mir jetzt zuhört. Du bist das letzte Schaf, das mir fällt zur Vollkommenheit. Nicht irgendwelche Trockenmausenaffen, die du dir ausdenkst. Also bleib da ganz Ohr und werd neugierig. Auf was? Auf dich selber. Lass in dir die Neugier wachsen. Und Neugier ist Freude, wieder die kindliche Neugier. Dass ich sage, Mensch, du hast die Freiheit, alle Gedankengänge zu gehen. Das ist in dem schönen Selbstgespräch hier das Requiem. Wenn jetzt einer in mir auftaucht und er erzählt mir was, dann gehe ich diesen Gedankengang mit. Ich versuche, wenn ich einen Philosophen lese, ich versuche das zu verstehen, was er mir erklärt. Wie er das sieht. Nicht, dass das richtig ist. Ich gehe diesen seinen Gedankengang mit. So beginnt ja die Ohrenbarungen. Ich bin du. Ich lasse dir jetzt Gedanken denken, die du ohne mich. Und wohlgemerkt, da geht ja die Ausgangsbasis. Du unterhältst dich jetzt mit einem Buch. Hast du dich schon mal mit einem Buch unterhalten? Und dann ist schon, ohne dich wird es mich jetzt nicht geben. Aber alles, was du jetzt denkst, ist praktisch die Worte, sind deine Gedanken. Darum bin ich du, das Buch. Die Worte waren, sind doch deine Gedanken. Das Buch selber kann doch nicht denken. Und ich werde jetzt Gedanken in dir auslösen, die du von dir aus ohne mich überhaupt nie denken würdest. Das heißt, wir machen aber nur einen Gedankengang, einen Gedankenspaziergang. Das heißt, wie bei mir nach dem Essen sagen, jetzt laufen wir eine Stunde spazieren. Oder machen wir einen Spaziergang. In dem Moment, wo du so ganz frei sagst, wir machen einfach einen Spaziergang, da bestimme ich nicht, dass ich jetzt genau 60 Minuten laufe oder dass ich jetzt da und da hinfahre, sondern wir laufen einfach des Laufens willen. Und genauso ist, dass ich sage, ich werde jetzt Gedanken in dir auslösen, die du ohne mich, diesen Buch, die Ohrenbarungen, niemals von dir aus denken würdest. Und wir schauen eigentlich nur mal, was du prinzipiell in der Lage bist, was du denken kannst. Wir wollen das nicht bewerten, dass das richtig und verkehrt ist. Wir denken es einfach einmal, was kann ich eigentlich denken? Das ist doch unvorstellbar, wenn eine sagen. Ich sage, mit so einer Reaktion reagierst du doch schon wieder. Du kannst dir das doch vorstellen. Du musst nur meinen Gedankengang mitgehen. Das ist doch unvorstellbar. Ich kann doch nicht behaupten, ich bin Gott. Ich sage, zuerst einmal müssen wir jetzt uns ganz intensive Gedanken machen, was das Wort Gott für eine Vorstellung in dir auslöst. Und diesbezüglich eine Vorstellung ist niemals Gott. Und wenn du sagst, ich kann doch nicht behaupten, ich bin Gott, denkst du normalerweise ja, ich kann doch nicht behaupten, denkst du an jemanden. Und was ausgedacht ist, ist nie Gott. Also hat er ja dann irgendwie recht, wenn er sagt. Aber prinzipiell kann man das ja schon behaupten. Aber wo ich immer dann sage, Gott, was ist Gott? Und dann klären wir, wenn ich jetzt das Wort Gott ganz bewusst nehme, für irgendeine Energie nicht denkbar ist, die Gnade, da muss dir klar sein, Gott wehrt sich, du kannst aus der Gnade machen, was du willst. Die Gnade bestimmt ja nicht, welche Form sie annimmt. Und jetzt kommst du dann irgendwann zur Trinität.
Aber sobald ich mir die Trinität denke, wo ich sage, mir sagen, sagst du mal Gott als Substanz, als Energie, dann das Wort Gott als Jotze, als Former, der dieser Gnede eine Form gibt, ist ja was anderes wie die Gnede, kann man auch Gott nennen. Und jetzt die Form selber, die angeschaut wird, die nennt man normalerweise nicht Gott, die Wellen, obwohl der normale Mensch, wenn er die Wellen auf dem Meer sich schaut, schaut er die Wellen an und sagt auch, das ist Meer. Okay, obwohl das Meer doch immer ist und die Wellen sich laufend verändern, also kann das ja gar nicht immer sein. Ihr merkt, was ich meine. Und diese drei, Heiliger Geist, können wir sagen, Gott Vater, Gott Sohn, ich könnte jetzt sagen, die Substanz, der der Substanz eine Form gibt und die Formen, die dann in Erscheinung treten, hängen untrennbar zusammen. Du, wenn einen der drei wegnimmst, sind die anderen drei auch nochmal da. Wenn du die Gnade wegnimmst, gibt es keine Form und dann wird im selben Moment der Former überflüssig. Nimmst du den Former weg, Gnade symbolisiert ja nur Geist, ist keine Form da. Nimmst du die Formen weg, hast du nur noch einen Geist, der nichts ist, ist der Former auch überflüssig, weil der mit der Form in Verbindung steht. Und man kann das verstehen. Es kann ganz leicht verstanden werden, wenn man es oft genug ist, ganz easy. Das ist das Geheimnis der Trinität aller Religionen. Aber wie gesagt, das ist so Grundlagenphilosophie, wo ich immer sage, das ist überhaupt nichts Neues. Ich sage, was vollkommen Neues ist diese Vatersprache. Und es ist, jeder Philosoph baut auf anderen Philosophen auf. Und ich habe schon mal in Ansätzen, wenn wir jetzt einmal bewusst raumzeitlich denken, unseren großen Platon uns ausdenken, da gibt es also hier einen Dialog, wo es über die Sprache geht. Einer der Platon-Dialoge. Und da geht, wenn man im griechischen Original lesen tut, das ist hochinteressant, dass natürlich jetzt gibt es auch Übersetzungen dafür, dass hier Sokrates, geht ja immer um Sokrates, ziemliche Ähnlichkeit mit mir, bei eurer Bescheidenheit. Schaut euch Bilder an. Schaut euch Bilder an. Jetzt ist es also so, dass dieser Sokrates erklärt, dass die Grundlage bei gewissenhafter Forschung der Sprache, damals natürlich nur das Altgriechische, das wir uns jetzt bewusst ausdenken, und ich sage, das funktioniert auf alles, dass die Worte eigentlich, wenn man hier die Grundwurzeln der Worte anschaut, dass die eigentlich schon in sich selber genau erklären, was die Worte ausdrücken, was das bedeutet, dass das Geheimnis im Wort selber liegt. Und da ist der ganze Dialog ist voller Beispiele. Ist natürlich ein wenig schwer in der Übersetzung, gibt es aber relativ brauchbare Übersetzungen, wo natürlich mit Fußnoten dann immer das originalgriechische Wort mit der griechischen Wurzel drin steht. Ich habe das übrigens total angestrichen und übersetzt, Diana, wenn du willst, das wäre wieder so ein Buch, wo du mitnehmen könntest. Du weißt ja meine, die ganzen Platon-Dialoge mit Erklärungen, schön hingeschrieben. Was jetzt hier interessant ist mit hunderten von Beispielen, ist ganz am Schluss, dass dann Sokrates sagt, und wenn ich jetzt diese Gedanken, was wir jetzt alles gelernt haben, wenn ich jetzt das weiterverfolge, sagt, dann müsste man eigentlich noch einen Schritt weitergehen. Das ist übrigens der Punkt, wo ein ausgedachter Wittgenstein weit davon entfernt ist mit seiner Sprachanalyse, weil der nur ein Wortaufbau, einen Satzaufbau analysiert, Tractatus Logicus, bei Wittgenstein geht es nur um Sätze. Auch ganz toll, aber ich sage, wie willst du Sätze verstehen, wenn du die Worte, die einzelnen Worte, er macht so gut wie überhaupt keine Einzelwortanalysen, etymologisch und so gar nicht noch tiefer gehen. Das ist jetzt hier ursprünglicher bei dem geraden Dialog der Fall, dass dann hier der Sokrates zur Erkenntnis kommt, dass er also hier dann versucht hat, wenn die Worte das so schön beschreiben, sind hunderte Beispiele vorher, dass man noch eins weitergehen muss, dass eigentlich die Worte wiederum, da die auf Buchstaben aufbauen, muss die eigentliche Energie, die Schöpfungsenergie in den Buchstaben gehen. Und dann versucht er mit zwei, drei Buchstaben einen Ansatz, was die für eine Energie freisetzen. Aber er bricht dann ab, dass er sagt, da wagt er sich nicht dran, weil das wäre zu elementar. Das ist eigentlich nur eines Gottes würdig, dass er sich mit den Buchstaben beschäftigt. Er bleibt bei den Worten. Und das ist, wo ich immer sage, die Schale vom Ei, das Ei weiß, ich weiß, das Leben, das Ei gelb. Und da ist ja das Wort Ei gelb, das Ei zum Beispiel im Hebräischen heißt ja Biza. Das Hebräisch, jetzt immer wieder, man muss hier wissen, wenn ich jetzt Ei sage, meine ich A-I-E-I. Kann man austauschen, meine ich praktisch 1-10 oder 70-10. Das sind jetzt rein die Buchstaben und die Worte und die Laute. Wenn wir von einem Ei, einem Hühnerei, einem Vogelei reden, sage ich auch Ei, meine ich was anderes. Und jetzt das deutsche Wort Ei, Vogelei, das hebräische Wort dafür ist Biza. Das ist B-I-Z-H.
Be in mir ist die Geburt einer Wahrnehmung. Das ist die Schöpfung deines Intellekts. Ei oder ein Trümmerhaufen. Immer ein Trümmerhaufen.